Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldbach einfach erklärt. Mein Name ist Mario Neumann, ich bin Unit Director Advanced TV bei Goldbach und beantworte heute die spannende Frage, was wir unter Advanced TV verstehen und warum das Thema so relevant ist. Wir sprechen von Advanced TV als Sammelbegriff für Inhalte und Werbung, die nicht über die herkömmlichen Empfangswege wie Kabel oder Satellit, sondern über eine Internetverbindung auf dem TV-Bildschirm übertragen werden. Dabei betrachten wir im Wesentlichen drei Perspektiven. Zum einen die sogenannten Connected TV-Geräte, also TV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Dazu zählen neben Smart TVs auch Fernseher, die über Zusatzgeräte wie TV-Boxen, Streaming-Sticks, aber auch Spielekonsolen mit dem Internet verbunden sind. Wobei Smart TVs eine besondere Rolle einnehmen, da wir aus der aktuellen Advanced TV-Studie wissen, dass über 75% der Smart TV-Geräte den hauptsächlichen Zugang zu Connected TV darstellen. Zum zweiten sogenannte Over-the-Top oder kurz OTT-Inhalte, also Inhalte, die außerhalb einer Kabel- oder Satellitenverbindung mittels einer Internetverbindung angeboten werden. Bekannte Anbieter sind etwa DAZN, Netflix, Amazon Prime und viele andere mehr. Und wir beobachten nun schon seit einigen Jahren, dass eine Verschiebung der Konsumgewohnheiten vom linearen Fernsehen zum Connected TV stattfindet und immer mehr Fernsehzuschauer digitale Videoinhalte über Connected TV-Geräte ansehen. Vor allem die Corona-Pandemie hat zu dieser Verhaltensveränderung sehr, sehr stark beigetragen, sowie zu einem steigenden Absatz von Smart-TV-Geräten und Streaming-Geräten geführt. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass über unsere aktuelle Advanced TV-Studie mehr zu Bekanntheit, Art und Nutzung von Connected TV einzusehen ist. Zurück zum Thema. Last but not least, dritte Perspektive. Addressable TV, also die Fähigkeit, OTT-Inhalte über Connected TV-Geräte nach spezifischen Merkmalen auszuspielen. Das heißt, Kampagnen können, wie wir es aus der Online-Werbung gewohnt sind, nach spezifischen Geräte- und Nutzerdaten segmentiert ausgespielt werden. Um die Nutzer mit Werbung anzusprechen, bieten wir zwei Produktsystematiken ein. Zum einen die sogenannten Connected TV Spots. Hierbei handelt es sich um digitale TV-Spots in Videostreams oder aber auch auf linearen Werbeplatzierungen. Und zum anderen sogenannte Connected TV Ads. Das sind Werbeflächen in der Benutzeroberfläche von Smart TV-Geräten. Wir stellen Ihnen diese zwei Werbemöglichkeiten in weiteren Folgen unserer Goldbach einfach erklärt Reihe vor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bewegtbildinhalte nach wie vor King des Medienkonsums sind, aber das traditionelle Fernsehen nicht mehr der einzige Ort ist, um diese Inhalte zu empfangen, sondern linearer TV-Konsum in digitales Nutzungsverhalten übergeht. Und der Einstieg in das Fernseherlebnis startet bei einem Großteil der Nutzer nicht mehr im linearen TV-Programm, sondern über den Connected TV, wo Zuschauer eine große Vielfalt an digitalen Inhalten haben, sodass sich Connected TV-Geräte zu einer smarten und individuellen Erlebnisplattform entwickelt haben. Und Online-Targeting, die werbetreibende Perspektive einzunehmen, gibt Werbetreibenden die Möglichkeit, besonders die Zielgruppen ohne Streuverluste direkt und emotional im TV anzusprechen, die über klassisch lineare TV-Werbung kaum noch zu erreichen sind. Das war's zum Thema Advanced TV, kurz und bündig von mir. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal.